Was ich auch sehr interessant gefunden habe, ist, dass es überhaupt kein Widerspruch ist, Ökologie und Wirtschaft. Also, dass es durchaus auch Unternehmen gibt, die ökologisch arbeiten und auch der Börse sind, die man auch so unterstützen kann. Das hat mich dann da auch angesprochen. Also, ich schaue, ist das ein Unternehmen, das in die Nachhaltigkeitskreis hineingehört. Ist das der Grund, warum du die beiden Aktien gekauft hast? Oder warum weißt du noch, warum du es gekauft hast, Schneider Electric? Du musst mich jetzt natürlich korrigieren, weil ich ja noch ein bisschen Laie bin in dem Innen. Aber ich habe die gekauft, weil die kombinierte Strategie da anschlägt, sozusagen. Also das ist die haben im kombinierten Vergleich innen sind die sehr stabil. Mhm. Ich habe dann gemerkt, ich bin dann doch eher ein bisschen auf Sicherheit aus, also eine Aktie, die jetzt geringes Wachstum hat, ist mir sympathischer als eine, die nicht sicher finanziert ist, habe ich gemerkt. Ja, okay. Also geringes Wachstum ist weniger ein Problem als schlecht finanziert oder unsicher finanziert. Ja, also dort habe ich gemerkt, bin ich dann doch eher möchte ich mich entspannen. Also, dass es schlankt, stört mich nicht so. Aber wenn ich sehe, es hat einen grossen Unsicherheitsfaktor in der Finanzierung, dann hat mich das ein bisschen abgestossen. Also, ich habe gemerkt, das Ganze ist auch sehr fest mit menschlichen Gefühlen verbunden. Oder? Du bist dann gerade mit deinen Ängsten konfrontiert und lernst auch recht viel über dich selber, wie du funktionierst. Oder? Eben, einerseits bin ich bereit, einen gewissen Betrag pro Monat durchaus für das auszugeben und in dem Sinne muss man ja sagen, abzuschreiben, oder? Du musst eigentlich so ein bisschen, mindestens auf Zeit legen. Du trennst dich davon. Ja. Also das ist ein Abschied von einem gewissen Betrag. Und auf der anderen Seite bist dann gleich, schaust du mir so ein bisschen ängstlich hinein. Es ist, wenn dein Kind zuerst mal allein Kinski geht. Ja, ja. Du gestehst ihm das zu, aber schaust dann gleich aus dem Fenster, also bei den ersten paar hundert Metern. Und jetzt gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass mich eigentlich das Spekulieren doch auch interessiert. Weil das, was man da macht, nämlich Aktien kaufen und halten, ist ja in dem Sinne, ich sage jetzt mal, ein bisschen banal. Oder? Also, ja. Du aufgrund von einer Empfehlung kaufst sie und haltest sie, bis der Herr Stern abratet in seinem Newsletter. Oder? Ja, es ist banal und manchmal hat doch die hohe Kunst. Oder? Es gibt Sachen, die schwierig sind zu halten. Und was sich trotzdem auszahlt, bestimmt. Langfristig zu halten. Also, es ist ja sehr auf Langfristigkeit ausgerichtet. Aber also, wenn du dir vorstellst, das ist deine Firma, dann willst du sie auch behalten. Natürlich. Es wird ja ein bisschen deine Firma. Ja, zu einem gewissen Teil. Aber mich würde es natürlich interessieren, was bietet mir das Thema Börse noch? Was kann ich noch machen, wo vielleicht, ich sage jetzt mal, ein bisschen tagesaktueller sich abspielt? Weil was ich ja nicht will machen, du hast ja explizit abgeraten, ist jetzt jeden Tag schauen, wie sich das Zeug entwickelt. Oder? Weil mal wird es runtergehen, mal wird es raufgehen, das macht dich nur nervös. Aber gibt es Sachen, wo ich am Tag X kann sagen, das ist mir 200 Stutz wert, dass ich am Tag X plus 7 vielleicht 250 daraus gemacht habe und das wieder rausnehmen kann? Also etwas viel Kurzfristiges. Hast du das gefunden oder ist das eine Frage an mich? Das ist eine Frage an dich. Wenn ich es gefunden hätte, könnte ich ja nicht raus. Das wird sicher passieren. Also ich denke, wenn du dich jetzt wirklich jeden Monat einmal mit dem Thema befasst, was für eine Investition du willst machen, dann wirst du auch sehr viel Know-how über die Aktien aufbauen. Mhm. Und du wirst dann plötzlich eine Aktie sehen, wo findest du, die machen das jetzt auch gut. Oder? Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass du sagst, ist zwar ein bisschen riskant, ist vielleicht eine neue Technologie, vielleicht etwas, wo die Leute nicht daran glauben, weil sonst wäre es eigentlich gar nicht günstig zu haben, oder? Sonst wäre es bereits teuer. Ja. Und dann wirst du dir sagen, gut, da investiere ich jetzt und dann kann es durchaus sein, dass du recht hast und dass die Aktie stark im Preis steigt und dass dann der Punkt kommt, wo du sagst, jetzt habe ich genug verdient, jetzt gehe ich wieder raus. Okay. Also ich denke, es ist durchaus möglich. Und was ist genau die Voraussetzung für das, wie erlange ich die Fähigkeit für so eine Beurteilung? Genau, das musst du quasi wie Cola, das ist wie Laufen lernen. Okay. Also du befasst dich jetzt mit dem Thema und irgendwann mal kommt das automatisch. Plötzlich sagst du, mach was anderes. Heutige Wirtschaft. Was hast du das Gefühl, ist die heutige Wirtschaft unter berücksichtigt? Also weißt, wird in Zukunft sicher mehr laufen, aber heute kümmert sich noch niemand darum. Gibt es da etwas?
Ja, ich glaube, es wird sich schon darum kümmern, aber ich finde noch viel zu wenig, nämlich den soziale Aspekt. Soziale Aspekt. Der Nachhaltigkeitsaspekt und der ökologische Aspekt. Das sind Sachen, die mir sowieso sehr nahe stehen. Aber ich glaube, es wird noch wichtiger sein, zu wissen, woher das Zeug eigentlich kommt, wo wir da kaufen. Weil bis anhin, und das zähle ich mich auch dazu, bis vor einiger Zeit, ist mir quasi so ein bisschen fast kindlich davon ausgegangen, dass das Zeug einfach spurlos aus der Fabrik rauskommt. Oder? Mhm. Da denke ich, das ist jetzt da und das ist ja kein Thema in dem Sinn. Aber wenn man sich damit befasst, dann merkt man oder erfahrt man zum Beispiel, dass die Herstellung von einem Auto so viel Energie verbraucht wie ein Haushalt in 10 Jahren. Das ist ja schon mal absurd. Also das heisst, dass zum Beispiel Mercedes jeden Tag Energie für 50'000 Jahre verbraucht. Ja, mit ihren 5'000 Autos. Ich kann ein gutes Beispiel geben mit diesen Sachen. Also jetzt kann es durchaus sein, dass einer auf die Idee kommt, das Auto viel kosten, also viel Ressourcen schonender herzustellen, dass die Firma an der Börse ist. Und dass die meisten denken, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Mhm. Und dann wirst du vielleicht hingehen und sagen, hey, die Firma ist an der Börse, die kann man relativ günstig sich beteiligen. Die macht ja heute schon, sagen wir mal, einen Gewinn vielleicht, einen sehr tiefen. Aber die hat das Produkt, das du glaubst, wird abheben, oder? Ja, oder wo ich auch wette, dass es abhebt. Also das ist ja dann stark verbunden, oder? Genau, und danach habe ich das Gefühl, du kannst durchaus in so eine Aktie investieren. Und es kann durchaus sein, dass die noch eine gewisse Durchstrecke hat und deshalb günstig bewertet ist oder respektive mit Finanzkennzahlen nicht gut bewertet werden kann, weil man noch keinen Gewinn gesehen hat, zum Beispiel, oder weil sie vielleicht viel Schulden hat, das muss vielleicht alles noch aufbauen, du aber sehr daran glaubst, kennst vielleicht die Leute dahinter, hast vielleicht schon einen Artikel gelesen oder die Leute sogar getroffen und dann kannst du in so eine Aktie investieren und ich würde sagen, das ist problemlos, also, weil du ja noch andere Sachen machst.